Oh shit. Oh! Wo sind wir denn hier? Willkommen zu Déjà Vu Clavier. 80er Jahren. Können wir hier ist ja interessant. Und das passt nicht wirklich. Okay, ich habe nichts im Inventar. Dann können wir die Klotür öffnen und einen Pimpel finden. Ist ja großartig. Das Original ist nämlich tatsächlich von der Pixel-Ära. Handtrockner. Okay, jetzt sollte hier irgendwie ein Text kommen. Okay, nasse Zeitung. Können wir die einstecken? Können wir das kombinieren? Scheinbar nicht. Können wir am Klo rumpimpeln? Im Waschbecken können wir bestimmt pimpeln. Schlaffer Aal. Steifer Aal. Okay, what the fuck. Tools Lefty Spa. Müssen wir irgendwo einen Schlüssel herbekommen. Vielleicht in den Trockner stecken. Okay, was machen wir hier? Tun wir irgendwas ins Schlüsselloch? Klotür, Handtrockner. Wir müssen noch irgendwas an dem Handtrockner machen. Eine Zeitung trocknen. Den Aal trocknen. Da verstehe ich gar nichts mehr. Tja, was machen wir jetzt hier? Ich tot hier auf uns zu. Es ist bestimmt eine Anspielung an das Spiel, bei dem man das schon so gemacht hat.
Wenn ich das gespielt hätte, dann wüsste ich jetzt auch, was ich da jetzt machen soll. Und was denn nun? Guck mal, tatsächlich nicht komplett gesund. Da mir hier nichts mehr einfällt. Also. Spiegel. Oh. Da passiert tatsächlich was. Und nun? Wer bist du? Die Gäste stets bejaht, Lefty in Verkleidung. Ich. Sieht aber nicht schlecht aus. Sieht aber auch nicht schlecht aus. Kannst du vielleicht den Handdruck noch reparieren? Das kann er. Aha, und jetzt können wir bestimmt den Handdruck noch nutzen. Getrocknetes Blatt, getrocknetes Ball Street Journal. Können wir alle noch trocknen? Nein, können wir nicht. So, da können wir doch jetzt bestimmt eine Schlüssel herzaubern. An der Tür rütteln, dass der Schlüssel rausfällt. Oder nicht? Mit dem Aal ging jemand. Auf einmal geht's. Und da haben wir einen Schlüssel. Huch. Bist du auch ein Larry? Kriegen wir da auf eine Antwort? Wahrscheinlich ja nicht. Nur die Tür aufschließen. Okay, wir kriegen die Antwort nicht. Okay, wenn, ach du, okay, wo sind wir denn jetzt hier? Mister nicht mehr Präsident. Errungenschaft. Das ist okay. Okay, schöne 8-Bit-Version. Ne?
Da können wir den Text gerade nicht lesen. Der wird irgendwie nicht gezeigt. Sprich sie nicht an, ich greife sie an. Ich helfe ihr hinterher. Mach obszöne Gesten. Ja, als Donald Trump Zitat. What the fuck? Das ist bestimmt nicht von 1980ern. Bitte was? Wir sehen hier nur die Antwortmöglichkeiten, die wir haben, mit Text leider nicht. Sehr schade. Ich verliere mich. Das, da ist es vorbei. Er kommt wieder zu sich. Siehst du, war gar nicht nötig, einen Arzt zu rufen. So ein paar Stunden Ohnmacht sind doch ein Klacks. Was? Was ist passiert? Das neue P-Phone ist explodiert und du bist ausgenockt worden. Was? Das war alles nur ein Traum. Versteht ihr? Zum Glück. Das war alles gar nicht echt. Klar, Larry. Jedenfalls ist wegen deines Auftritts der Aktienkurs von Prune ins Bodenlose gestürzt. Ja, besten Dank auch. Ist ja nicht so, dass wir von dem Job leben. Wo ist Faith? Die ist mit BJ abgehauen. Ich habe munkeln gehört, dass sie auf ihrer Yacht sind und sich auf BJs Villa in Cancun zurückziehen wollen. Hoffentlich haben sie dort eine Idee, wie sie die Firma retten können. Ich muss zum Pier. Verzage nicht, Faith. Dein Larry eilt dir zur Hilfe. Du hast alles verdorben. Du musst nur dafür sorgen, Wahnsinn, dass dieser Larry uns nicht wieder in die Quere kommt. War das zu viel verlangt? Du bist diejenige, die ihn auf eine Mission geschickt hat, die halbe Stadt auf seine Seite zu bringen. Verflucht, du hättest ihn einfach von der Bühne schaffen können. Warum mache ich diesen Job wohl, Faith? Weil ich improvisieren kann. Ich bin das Gesicht. Naja, hat ja so geklappt. Ich bin es, den die Welt an der Spitze sehen will. Glaub mir, ich weiß inzwischen genau, was du für die Firma bedeutest. Und vielleicht wird es Zeit, dass sich hier einiges ändert. Wir legen ab. Verdammt, sie legen gerade ab. Von hier komme ich nicht aufs Boot. So viele Möglichkeiten hast du ja nicht. Ich warte mal ab, ob du selbst drauf kommst. Wie wär's mit einem Bullauge? Ich glaube, da schwimme ich lieber hinter ihnen her. Du springst jetzt durch das Bullauge, Larry. Oh, jetzt drängel nicht so rum. Los jetzt! Na gut. Oh, okay. Je. Das war knapp. Aber ich bin an Bord. Warte mal. Mist. Bei meinem todesmutigen Sprung sind mir alle meine Sachen aus der Hose gefallen. Oh nein. Pi? Keine Sorge. Ich bin noch hier. Leider. Faith, ich komme. Die bekommst du niemals auf. Woher willst du das wissen? Ich habe die modernsten Sensoren. Wie lange dauert die Fahrt denn? Beim aktuellen Verkehr 3 Stunden und 47 Minuten. Verkehr? Oh, Larry. Kannst du mir ein paar Witze erzählen? Du meinst von der Sorte, kommt eine Frau beim Frauenarzt? Genau. Nein. Oh. Kannst du mir ein paar Filme zeigen? Auf hoher See habe ich keinen Empfang. Verdammt. Kannst du was singen? Sing doch selbst. Bitte nicht. Das wird jetzt langweilig. Was könnte ich wohl tun, um die Zeit totzuschlagen? Ist echt schade, dass du kein Sexroboter bist.
Oder wenigstens eine Sexpuppe. Ach, vielleicht findest du hier ja sowas Ähnliches. Großartige Idee. Spoiler doch nicht. Ermutige ich ihn auch noch. Wasch dir wenigstens die Hände, bevor du mich dann wieder anfasst. Das Zeit abschüttelt, finde ich gut und großartig. Hm, hier ist ein Brett lose. So einfach bekomme ich das nicht aufgehebelt. Ich habe eine vibrierende Box. Giftfass. Ist fest verschlossen. Zum Glück. Ich frage mich, ob der Faith gehört. Bestimmt nicht. Oha. Die ist schon ist das eine... Oh, wir haben alle unsere Zeugs verloren, natürlich. Ist das eine Kiste voller Brechstangen? Ich frage mich. Es gibt Dinge, die in Dopp... Mal schauen, ob auch drin ist, was draufsteht. Das ist nicht die beste Idee. Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Das hilft mir nicht. Das fasse ich nicht an. Schade. Nein, das bekomme ich so nicht auf. Zum Glück haben wir eine Brechstange. Hier ist filigraneres Werkzeug. Vielleicht finden wir irgendwo noch eine Schere. Mit bloßen Händen? Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich da reinschauen möchte. Doch, das willst du. Oha. BJ, bist du ein Vampir? Puh, nee, das ist nur eine Puppe. Aber was für eine? Die BJ-Puppe trägt jetzt sexy Unterwäsche. So die BJ-Puppe trägt jetzt zwar nicht direkt eine Sexpuppe, aber vielleicht lässt sich daraus ja was improvisieren. Die BJ-Puppe trägt jetzt... Eins muss man... Okay, eine Brecherse können wir bestimmt dadurch. Erst wenn ich jetzt über Bord gehe, könnte ich ertrinken. Als ob er tatsächlich über Bord gegangen ist. Fun Fact, auch du kannst unter Wasser nicht atmen, Larry. Und nein, auch dein großer Durst hilft dir jetzt nicht weiter. Aber keine Sorge, unser berittenes Tauchkommando ist schon unterwegs, dich aus der Lage zu befreien. Dies ist ein, einmal, dies eine Mal wenigstens. Da wären wir wieder. Egal wie viele Brechstangen ich hier habe, die Tür bekomme ich nicht auf. Verdammt. Kriegen wir die kopfstehende Kiste auf. Das habe ich schon aufgemacht. Schrennes Gummidruck. Klingt wie ich beim Hot... Sorry, das habe ich jetzt geskippt. Die Geräusche, die das Hühnchen macht, finde ich irgendwie... erregend. Erregend? Das habe ich schon aufgemacht. Okay. Die BJ-Puppe trägt sexy Unterwäsche und stöhnt dabei. Schon nicht schlecht, aber irgendwas fehlt noch. Wir müssen noch irgendwie das vibrierende Päckchen aufkriegen. Es gibt Dinge... Das hilft mir nicht. Das habe ich schon... Ich bin nicht der... Nein. Ein vibrierendes... Was können wir da machen? Das habe ich schon aufge... Die bekomme ich auf keinen Fall auf. Ja, ich muss mir wohl klar. Irgendwie die Zeit vertreiben, bis wir ankommen. Aber was nun?
Ja. Gibt es irgendwas, was wir machen können? Das habe ich schon aufgemacht. Ich sollte meine Kraft sparen. Na, ein Holzsplitter. Auf. Können wir mit dem Holzsplitter die Kiste aufmachen? Der Holzsplitter könnte dafür scharf genug sein. Vibratormisierer 3000. So gefällt er mir. Also. Aber was mache ich jetzt damit? Gute Frage. Das hilft mir nicht. Warum eigentlich nicht? Mal sehen, was damit passiert. Da passiert nichts. Blöder BJ. Ach du Scheiße. Was glaubst du da gebaut zu haben? Der Prototyp einer neuen Generation von Sexrobotern. Bitte nein. Für den Markt der sexuell Frustrierten? Pi, wenn ich mich zu sehr reinsteigere und gar nicht aufhören will, dann sag mir Bescheid, wenn wir da sind. Pi? Hat sich abgeschaltet. Hat sich wohl ausgeschaltet. Zur Sache, Schätzchen. Hätte ich auch machen sollen. Als noch rechtzeitig dafür war. Oh. 30 Sekunden später. So lange habe ich noch nie mit einer künstlichen Frau durchgehalten. Und es scheint dir Spaß gemacht zu haben. Pi? Hallo? Ist es vorbei? Du hast etwas verpasst. Sind wir bald da? Ortung läuft. Wir legen gleich in Cancun an. Verzage nicht, Faith. Ich bin gleich bei dir. Ich werde dir helfen, Prune zu retten. Und dann sind wir endlich zusammen. Aber wo ist Faith jetzt? Ich sollte nach Einheimischen Ausschau halten. Vielleicht haben die sie gesehen. Oh je. Ein neuer Ort. Ein Avocadobaum. Eine Frucht, die nur für einen ganz kurzen Zeitraum genießbar ist. Avocados schneide ich nicht gern. Leer gepflückt. Da wächst nichts, was ich mitnehmen könnte. Eine Kurbel. Da ist kein Wasser im Eimer. Jetzt können wir Avocadosaft darin pressen. Das lässt sich nicht kombinieren. Halt ich für ein Gerücht. Leer gepflückt. Okay, ein Sandbunk. Wow, ich habe mich gestochen. Was? Wer steckt denn sowas in eine Sandburg? Ein gefährliches Pflaster ist das hier. Eine Spritze. Das lässt sich nicht. Das hilft. Die beiden Sand. Da geht es aber tief runter. Meine Sensoren registrieren dort dein Niveau. Das ist wohl richtig. Hier haben wir zwei Lamas. Alpakas. Autsch! Kampf-Alpakas. Hola, Gringo! Was macht Lefty hier? Hola! Was darf's sein? Lefty? Psst! Hier heiße ich Lefto. Die Einheimischen hier wollen das so. Warum? Sonst hätte ich keine Shank-Lizenz bekommen. Die sind da etwas komisch. Irgendwas mit Importbeschränkungen und Zöllen.
Wie bist du hier gelandet? Ach, es schien mir ratsam, die Stadt zu verlassen, als die Gesundheitsbehörde anfing, an meinem Kraftbier rumzumäkeln. Dabei ist nicht mal jemand daran gestorben und die meisten Vergiftungssymptome sind schnell wieder abgeklungen. Damit war ich eindeutig im Visier des tiefen Staats und musste zu meiner eigenen Sicherheit das Land verlassen. New Lost Wages ist sowieso ein heißes Pflaster. Prun hatte ja schon die halbe Stadt übernommen und nun stehen sie kurz vor der Pleite. Nach deinem Auftritt bei der Präsentation haben die Pifon-Besitzer die Firma mit Klagen überzogen. Oh je. Und dann ist diese Anwältin an die Öffentlichkeit getreten. Irgendwie hat die Insider-Infos bekommen. Woher sie die wohl hat? Jedenfalls hat sie offengelegt, dass Faith viel mehr in alles verstrickt ist, als die Leute bisher wussten. Dazu noch diese Katastrophe mit der Explosion bei der Vorstellung. Oh. Wenn Prun jetzt nicht schnellstens Schadensbegrenzung hinbekommt, ist der Laden am Ende. Na großartig, haben wir alles versaut. Was hat es mit der Villa auf sich? Die gehört diesem BJ von Prun. Als er reich wurde, hat er die halbe Insel gekauft und das Ding dahin gebaut. Er ist wohl nicht so oft hier. Derzeit allerdings schon, kein Wunder. Und er hat eine Mauer gebaut, um die Einheimischen fernzuhalten. Nein, die haben die Einheimischen gebaut, damit sie ihre Ruhe vor den reichen Gringos haben. Ach so. Macht Sinn. Bis später, Lefty. Lefto. Was servierst du hier? Cerveza de los Barbaros. Klingt exotisch. Es ist die neue Rezeptur, die du mir in New Lost Wages besorgt hast, Larry. Ist wirklich lecker. Aber diese kleinliche Gesundheitsbehörde interessiert sich ja nicht für den Geschmack. Jedenfalls habe ich noch etwas Salz und Zitrone dazu gegeben und geraspelte Echse für die Farbe. Man muss sich ja an die einheimischen Gepflogenheiten anpassen. Weder ist mir kalt, noch habe ich Hunger. Und der Weihnachtsmann bin ich auch nicht. Wer braucht nicht hier einen Kamin? Hier ist ein Rezept für Original Cancun Guacamole. Dafür braucht man und da steht ein Avocado, eine sonnengereifte Tomate, etwas Zitronensaft, frischen Koriander und eine Prise Salz. Alles klein schneiden und miteinander vermengen. Klingt einfach. Zu jeder Zutat gibt es ein kleines Bild. Hier steht noch das Lieblingsessen von Cancun Alpakas. Wo finden wir den anderen Mist? Hey, Finger weg! Ich muss nur kurz was mixen. Ich kann nicht riskieren, dass meine Braukette beschädigt wird. Es geht um meinen Ruf. Also zumindest, solange sie mich hier noch nicht näher kennen. Ich mache auch danach richtig sauber. Nicht gut genug, Larry. Aha. Bohnen, Tomaten. Hier ist ein Zitronen. Rezept für Original Cancun Guacamole. Eine Sonnen etwas Zitronen frischen und alles klar. Klingt also jeder hier steht. Okay, Zitrone. Eine Cerveza de los Barbaros, bitte. Kommt sofort. Lass mich raten. Ich soll wieder anschreiben. Ich hab wohl vergessen, Geld zu wechseln. Naja. Ich musste auch etwas übereilt nach Cancun umziehen und habe deinen Deckel vergessen. Fangen wir einen neuen an. Hier, bitte. Danke. Bis später, Lefty. Lefto. Eins steht fest. Ich werde das sicher nicht trinken. Wo ist Becky, wenn man sie mal braucht? Irgendwer anders kann das trinken. Okay, wir haben Salz, Zitrone.
Wie war das nochmal? Ein Rezept für Original. Eine Avocado, eine sonnengereifte Tomate, etwas Zitronensaft, frischen Koriander und eine Prise Salz. Alles klein schneiden klingt einfach. Zu Koriander und Tomate. Jetzt schauen wir mal mit den Alpakas nach.